Liebe Vikings Family, ein herzliches Hallo zur nächsten Ausgabe von Know Your Vikings. Heute mit Max Buchstein. Hallo. Hallo. Was machst du in der Coaching Staff? Also in der Kampfmannschaft sind meine Aufgaben in der Offense. Ich bin gemeinsam mit dem Coach Köstler Offense Coordinator. Mein Spezialbereich sozusagen ist das Run Game. Ich habe 10 Jahre selber gespielt, 8 Jahre davon habe ich Quarterback gespielt im Nachwuchs. Quarterback ist das Stichwort. Wir haben heuer das erste Mal seit 8 Jahren wieder einen amerikanischen Quarterback. Deine Eindrücke, was ändert sich an deiner Arbeit als Quarterback-Coach? Die Arbeit direkt verändert sich nicht wirklich. Es ist einfach viel mehr, es kommt mehr Input von Kevin von seiner Seite, was er gelernt hat bis jetzt. Und ich glaube, das bringt nicht nur mir, sondern dem ganzen Verein, auch als Coach, auch den ganzen anderen Coaches extrem viel weiter. Wir sitzen hier an fast der höchsten Stelle im Ravelin Sportzentrum und das nicht ohne Grund. Während der Spiele sieht man dich nicht am Feld, sondern du bist immer ganz weit oben mit einem Headphone. Also ich bin immer so weit weg wie möglich vom ganzen Geschehen. Und zwar, weil man einfach von der Tribüne oder von oben viel einen besseren Überblick einfach, was auf der anderen Seite passiert. Und so. Wenn man jetzt das nicht gewohnt ist, wie kann man sich das vorstellen, wo hier binnen von Sekunden ganz wichtige Entscheidungen getroffen werden? Ja, in Wahrheit ist es. Man überlegt sich vorher schon, wie der ganze Gameplan ausschauen wird, was man der Reihe nach spielen möchte. Und dann hat man eine Liste vor sich liegen und von dem geht man das dann nach Bauchgefühl und nach dem, was man vorbereitet hat, als nächstes aus. Ich würde mal sagen, beim letzten Spiel in die Cineplex Blue Devils hat das alles sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben sehr hoch, ohne Gegenscore gewonnen. Alter Gegner ist neuer Gegner. Das nächste Spiel gegen H&Ms in H&Ms. Wie bereitet man sich vor von den Gegnern, die man gerade erst gespielt hat? Das ist eine Situation, die wir nicht oft gehabt haben in den letzten Jahren. Es kommt ab und zu vor, aber es ist auch etwas Einzigartiges. Nachdem wir jetzt letzte Woche schon gegen sie gespielt haben, mit einer Woche Pause jetzt, wir haben viel gesehen, was wir im letzten Spiel gemacht haben, was wir vielleicht auf den wir aufbauen können. Wir haben noch immer unsere Fehler gemacht, die wir versuchen auszubessern. Und in Wahrheit von dem ist es immer nur ein ständiges Bergauf in Richtung Endziel. Apropos Endziel, der ausgegebene Slogan für diese Saison ist Relentless. Was bedeutet das für dich persönlich? Das Football wirklich in dem Moment, wo man am Feld steht oder beim Training, das ist das Einzige, was zählt. Da kann man alles zurücklassen, was irgendwie privat einen stört oder was sonst irgendwie schief läuft vielleicht. In dem Moment zählt wirklich nur, auch für die Coaches, wirklich Football, der spielt zur Zählung und nichts anderes. Dann sage ich jetzt schon mal viel Glück. Ihr habt eine weite Reise nach H&Ms. Das ist auch nicht so einfach, mit dem Bus da relativ lang anzureisen. Und vielleicht machen wir auch noch einen Aufruf. Nächstes Heimspiel. 14. Mai, hohe Warte, das Muttertagsspiel quasi. Gegen die Silverhawks, wir freuen uns, wenn ihr kommt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Go Vikings.